Ja, willkommen zurück zu Tomb Raider Angel of Darkness. Immer noch im Kampf mit der Steuerung. Boah, Heidewitzka, das ist ja völlig neu für mich hier. Den ganzen Steuerungskram. Stellen Sie Ich sich hoffe, vor das den wird Leiter noch. und drücken Sie den linken Analogstick. Das hatte ich echt noch nie. Also solche Steuerungsprobleme. Ich bin es anders gewohnt. Drücken Sie den linken Analogstick links, um loszulassen. Kann es sein, dass deswegen auch das Game ein bisschen in Kritik geraten ist? Ich könnte durch das Fenster. Wegen der Steuerung? Ich muss mich Könnte das umsehen. eventuell sein? Ich sollte vielleicht deswegen gerade mal öfters abspeichern. Und zwar so lange, bis ich das mal raus habe mit der Steuerung. Und es läuft gerade ein bisschen aus dem Ruder. Das Ganze. Das läuft gerade echt ein bisschen aus dem Ruder. Und TK Chase 7, ich kann seinen Namen nicht richtig aussprechen, recht mit dem, was er sagte, es gibt keinen Schwierigkeitsgrad in dem Game. Deswegen wird das wohl, ich denke mal, es wird nach einer Weile auch schwieriger werden, als es jetzt schon ist. Der Sprung zu diesem Baldachin. Drücken Sie Ah, oben schwierig und ist die das. Springtaste. Schwierig ist das für mich echt gerade die Steuerung. Mich dann zu freuen. Gehen Sie zum Geländer und drücken Sie oben. Okay, gut. Nach oben. Danke. Ja, ich drück nach oben, den Rest wolltest du machen. Na also. Ich kann hinüberspringen. Ja, doch vorher will ich abspeichern, weil. Ja, solange ich mich nicht mit der Störung angefreundet habe, ist das gerade die beste Methode. Es gefällt mir gerade nicht so, wie sie gerade sich bewegt hat. Das Stellen Sie sich Rückwärtsgehen vor den irritiert mich, Leiter das und hatte drücken ich Sie oben, um daran hinaufzuklettern. noch nie Halten Sie die gehabt. Gehen-Taste gedrückt, damit ich nicht abstürze. Warte mal, komme ich auf das Dach da drauf? Müsste ich eigentlich. Okay, ich glaube, ich weiß, wo lang. Um die Regenrinne oben zu verlassen, drücken Sie oben und diagonal in die gewünschte Richtung. Ich denke mal, ich weiß, wohin. Lassen Sie mich hier nicht hängen. Ich muss auf das Dach, bevor mich die Kraft verlässt. Ich denke mal, sie meint das Dach hier. Eigentlich könnte ich mich um diese Ecke hangeln. Okay, gut. Dann probier das mal. Dürfte ja dank Tomb Raider 4 auch funktionieren. 6? Ja, 6. Gut. Geschafft. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss in Caviers Apartment. So langsam wird es Da besser mit der könnte was Steuerung. Nützliches drin sein. Ich muss nur die Türen aufkriegen. So langsam winde ich mich ein mit der Steuerung. So ganz Stellen langsam. Sie sich neben das Fass, drücken und halten Sie die Aktionstaste. Drücken Sie gleichzeitig oben, um das Fass zu schieben. Oder unten, um. Okay, das Fass. Ich denke mal, sie meint das Fass hier. Ja, es gibt noch eine Schiebeaktion. Es gibt auch eine Schiebefunktion. Ich stehe gerade vielleicht ein bisschen falsch. Aktionstaste. Okay, das ist gerade auch ein bisschen ungewohnt.
Hier ist gerade eine Menge ungewohnt für mich. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Ja, ich muss beides machen, also zurück mit dem Control-Pad und dann... Ja. Da unten ist ein Brecheisen. Könnte nützlich sein. Gehen Sie zur Karte und drücken Sie die Aktionstaste, um hinunterzusteigen. Drücken Sie erneut die Aktionstaste, um loszulassen. Okay, Aktionstaste drücken. Gut, mache ich. Ich muss mich zu diesem Gang hangeln, aber ich bin noch nicht stark genug. Okay. Also noch nicht stark genug. Dann brauchst du wohl noch irgendwas. Ich glaube, das mit dem Hochziehen müssen wir noch ein kleines bisschen üben. So, mal schauen, was da drin ist. Ich bin stärker. Ah, okay. Das stärkt unsere Ausdauer, glaube ich. Wenn wir das machen. Das kann man ja auch ganz gut merken. Was ist hier drin? Ich hätte ja gerne mal eigentlich meine Waffen. Ich glaube, die sind im Apartment, oder? Oh, wir haben eine Waffe gefunden. Ach ja, ich glaube, in dem Teil gibt es noch keine unendliche Munition. Gibt es die unendliche Munitionswaffen nicht? Hier ist es so, dass da, glaube ich, eine Munition... Ja, die haben Munition. Wie können wir denn irgendwie die Waffe ausrüsten? Ich glaube, Schießen ist auch so eine Sache. Wie schießt man hier eigentlich? Ausrüsten. Okay, also X-Taste. Und rechts oben ist Waffe ausrüsten. Waffe weglegen. Okay, gut. Oh, man, Munition arbeiten. So was Neues bei Tomb Raider. Das gab's auch noch nie. So, das müsst ihr aber jetzt mal so schaffen. Na, schneller. Das ist aber ganz schön knapp bemessen. Ich muss leise sein. Tippen Sie die Schleichentaste an und bewegen Sie mich mit dem linken Analogstick. Die Schleichentaste. Ich denke mal, das ist die Schleichentaste. Möchten Sie sich im Schleichenmodus hinter einer Mauer verstecken, drücken Sie die Aktionstaste und bewegen Sie mich mit rechts links. Am Ende einer Mauer späht... Hey, nice. Das ist also der Schleichmodus. Ja, da ist der Schlüssel. Ich denke mal, da kann ich nicht lang. Kann ich hier durch? Ja, kann ich. Jetzt will ich nochmal speichern. Okay, das ist Gesundheit. Damit kann man sich wahrscheinlich heilen. Oh Mann, das ist gerade alles sehr neu für mich. Also, sorry Leute. Ich habe das Game noch nie gezockt. Ich habe bisher bloß die anderen Tomb Raider-Teile gezockt. Momentan zocke ich ja Offscreen Anniversary. Auf normal. Und das ist, wie gesagt, ein ganz anderes Gefühl, also wie bei Tomb Raider Legends und so weiter.
Das läuft ganz gut, aber hier ist momentan. Das ist für mich total beleidigt, also alles total neu. Die kommen bestimmt hier rein. Oh, wir haben das Level schon geschafft. Nice. Unser erster geschaffter Level. Okay, ich denke mal, ich hau hier besser ab, denn ich gehe mal stark von aus, dass die Polizisten mit ihren Hunden irgendwann reinkommen. Nein, wir wollen mal keinen Hausfriedensbruch begehen. Obwohl, ich glaube, das haben wir schon längst gemacht. Ja, die kommen rein. So, ich verschwind lieber. Ja, ah, das meine ich mit der Steuerung schon wieder. Na toll. Direkt reingelaufen. Ich wollte eigentlich springen, aber es hat gerade irgendwie nicht geklappt. Nein, Lara dachte ich stattdessen. Ne? Ich lasse mich hier mal runterfallen. Oh Mann. Oh wei, oh wei, oh wei. Ah. Das geht ja alles schön los. Das geht ja alles wirklich schön los. Oh Mann. Das kann spaßig werden. Das kann spaßig werden. Ich glaube, ich werde gleich mal abspeichern beim Levelstart. Das machen wir mal weg, weil das kennen wir schon. Verfallenes Wohnhaus. Tommy, du hast ein sehr schönes Lieblingsspiel, muss ich sagen. Du hast ein wirklich sehr schönes Lieblingsspiel. Auch wenn es gerade für mich ein bisschen schwierig ist, mich hier einzufuchsen, aber ich denke mal, das ist normal und wird ein bisschen dauern. Irgendwas kann ich bestimmt noch kaufen mit dem Geld. So, hoffentlich mal ohne verhaftet zu werden. Dann nicht. Ich sollte mich vielleicht beeilen. Da die Polizisten, so glaube ich, ziemlich schnell nach oben kommen. Okay. Also ohne X-Taste. Gut, das Spiel sagt mir wahrscheinlich, dass es da nicht weitergeht, oder? Moment, was ist denn das? Boah, das ist Gas. Okay, das funktioniert wie eine Luftanzeige. Ich habe eine Idee, vielleicht klappt das ja. Nee, klappt nicht. Nein, so sollte es nicht funktionieren. Oh Mann. Ich sehe auch gerade hier so schlecht. Wegen der Kamera hier, muss ich mir auch erst dran gewöhnen. Bei Anniversary ist auch die Kamera vollkommen anders. Und bei Legend.
Oh Mann. Das ist gerade eine gewaltige Umstellung für mich, das Spiel. Das ist echt gerade eine gewaltige Umstellung. Mal die Kamera ein bisschen drehen. TK, wie zockst du das Game? Wie zockst du das Game? Kann ich dich vielleicht irgendwie wegziehen? Ja, kann ich. Wahrscheinlich viel zu viel Zeit verschwendet. Oh, beeil dich, Lara. Die Luft wird knapp. Die Luft wird sehr, sehr knapp. Okay. Sackgasse oder wie? Nein. Ach, Mann. Scheiße. Boy, das ist hart. Mann, ey, das ist eine Steuerung. Oh Mann. Ich kann da jetzt momentan noch nicht so richtig einen Gefallen für finden. Ich hoffe mal, das wird sich im Verlauf des Spiels ein bisschen ändern. Ist auf jeden Fall nicht ganz so leicht wie die anderen Tomb Raider Teile. Mag ich gerade. Also ich habe hier gerade wesentlich mehr Probleme, als ich es sonst habe. Allerdings nicht, weil das Spiel zu knifflig ist, sondern weil ich mich mit der Steuerung gerade nicht einfinden kann. Was ist das eigentlich? Ich brauche einen Schlüssel. Ja, ist schön. Wieso finde ich denn jetzt den Schlüssel? Den ziehe ich mal gleich weg. So, jetzt bloß nach oben. Ist er das? Ich glaube, das ist ein Medipack. Ich bin stärker. Okay, cool. Ich werde mal hier speichern. Dürfte ja noch Zeit genug haben. Ja. Und dann würde ich sagen, was für den zweiten Part von Tomb Raider Angel of Darkness. Ich hoffe, beim nächsten Mal geht es wieder ein bisschen mehr voran. Und sorry, wenn ich mich gerade so anstelle, aber ich habe gerade dezente Startprobleme in das Game. Wegen halt der Steuerung und weil es halt ein kleines bisschen anders ist als bei anderen Tomb Raider Games. Naja. Gut, Tommy, ich hoffe, beziehungsweise TKJ7, ich hoffe, du kannst mir in dem Fall etwas aushelfen. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal einen Skype befragen. Und bis dahin würde ich sagen, tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal.